Auf das, was ich jetzt Ihnen ankündigen darf, freue ich mich schon die ganze Zeit. Und dazu muss ich ein bisschen was sagen. Es wurde einem in der letzten Zeit immer so ein bisschen schwindelig, wenn man gehört hat, was internationale Filme kosten. Das geht in die Multimillionen, meistens Dollar, und da kamen unsere schon lange nicht mehr mit. Und man hat gesagt, naja, bei so viel Geld, da werden wir vermutlich den internationalen Anschluss ein bisschen verlieren. Jetzt aber wissen wir, dass am 5. April die Premiere eines deutschen Filmes ist, der teuerste ist, der je bei uns in Deutschland gedreht wurde. Nun heißt das teuerste, das heißt noch nicht so sehr viel. Es muss ja dann ein guter Film werden. Es ist die unendliche Geschichte nach dem wirklich weltberühmten Buch von Michael Ende. Es stand über 2 Jahre auf der Bestsellerliste und dort steht es noch. Und diese vielen Millionen, die gehört haben, das wird verfilmt, die haben sie alle gesagt, ob das möglich ist. Denn es ist eine traumhafte Geschichte, es ist ein Märchen. Und jetzt ist der Film fertig und ich habe ein bisschen etwas davon gesehen und wir sind wirklich stolz darauf, dass wir die allerersten sind, die Ausschnitte aus diesem Film jetzt zeigen können. Dummes Kind, was weißt du denn über Phantasien? Es ist die Welt der menschlichen Fantasie. Jeder Teil, jedes Wesen von Phantasien ist ein Stück der Träume und Hoffnungen der Menschheit. Aber warum geht Phantasien dann zugrunde? Weil die Menschen anfangen, ihre Träume zu vergessen, ihre Hoffnungen zu verlieren. So wird das Nichts immer stärker. Das Nichts. Es ist die Leere, die zurückbleibt. Eine Art Verzweiflung. Sie zerstört unsere Welt. Wenn er nicht kommt, was wird dann passieren? Dann wird sich unsere Welt in nichts auflösen. Und ich mit ihr. Ich hätte die Macht, es zu verhindern? Willst du schon gehen? Ich wollte mich nur... Wegschleichen? Ich mag Kinder sehr, sehr gern. Zum Frühstück? Nein, ich bin ein Glücksdrache. Fahr noch ein bisschen darüber, komm noch ein bisschen darüber. Herzlich willkommen. Das sind die beiden Hauptdarsteller aus dem Film Die unendliche Geschichte. Die kindliche Kaiserin Tammy Stronach und der Bastian aus dem Film Barrett Oliver. Welcome. Thank you. Welcome, how are you? Nice to see you. Hi Barrett. What do you think about
your performance here in front of so many million people. Was denkt ihr über euren Auftritt hier? Freut ihr euch, hier zu sein? Are you glad to be with us in Germany? Yeah. Beide sind gestern oder vorgestern aus Amerika gekommen. You came from the United States. Right away to us. Well, first of all, I would like to ask you, ich möchte zuerst fragen, ob ich überhaupt Tammy zu ihr sagen darf oder ob ich nicht Majestät zu ihr sagen muss. May I say Tammy to you or do you prefer Your Majesty? Whichever you prefer to call me. Was immer mir gefällt, wie ich sie nennen möchte. Mm-hmm. If you call me Blackie, I call you Tammy, okay? I agree Good. With that. Wir duzen uns. How about you? No problem with us. Kein no. Problem mit uns beiden. Barrett. I heard about a funny story which happened to you during shooting this film. Ich habe gehört, es ist in meiner lustige Geschichte passiert. You had to play a scene and you couldn't do it because of, I don't know, I don't remember. Tell us the story. Er soll uns die Geschichte erzählen. Er musste eine Szene spielen und da war irgendetwas mit something with a sandwich or what was oh, it? Oh yes. Ah. One scene I had to do, I had to eat a sandwich and I hate sandwiches. Aha. Er musste, ich brauche gar nicht übersetzen. Er hasst Sandwiches, aber er musste in einer Szene eins essen. So, and I had a line, and I was taught to not talk with my mouth full. Er musste seinen Text sprechen, aber er hat gelernt, dass man mit vollem Mund nicht sprechen darf. So, what did you do? So, I took a bite, and I kept on chewing and chewing and chewing, and it took a long time. Er hat runtergebissen und hat gekaut und gekaut und gekaut, und das hat unheimlich lange gedauert. And then? And then the director cut because it was too long. Der Direktor hat gesagt, es geht nicht, die Szene wird zu lang. And you did it again. Mm-hmm. And the second so what happened? Second time, he told me to chew and say it with my mouth full. Mm-hmm. So the second time, I did that, and you couldn't understand. Also das zweite Mal hat ihm der Regisseur gesagt, du kannst ruhig kauen und sprechen. Und dann hat er es getan und kein Mensch hat es verstanden. So, what was the final solution? Was war die letzte Idee? Wie habt ihr dann die Szene in den Kasten gekriegt? I took smaller bites. Er hat kleinere Bissen genommen. Something happened to you? It was a story about one day we came into the studio and they gave us new lines. Aha. And I couldn't memorize them fast enough because I had about 1 hour and it was a whole scene. Aha, also Sie haben einen neuen Text bekommen und den mussten Sie ganz schnell lernen und Sie hatten nur eine Stunde Zeit und das fiel ihr ein bisschen schwer. So we tried to learn it in rhyme. Mm-hmm. Aha, dann haben Sie versucht, es in Versen zu lernen. But this was in my dressing room. And then when we were learning it in rhyme, we suddenly thought that maybe, you know, the whole tower in the film is cracking and breaking and Atreyu is falling and becomes unconscious. Alles krachte zusammen, der hohe Turm brach zusammen, alles wurde ohnmächtig. And soon I break out into tears. Mm-hmm. But before that, when I'm learning my lines in rhyme, everything's dying and the Empress is sitting on her throne learning these things in line. He doesn't understand that he is the one who has the power to stop. Also als alles um sie herum zusammenbrach, hat sie immer noch da gesessen und ihre Texte gelernt und hat versucht, das in Reimen. Und sie sagt, ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe es einfach nicht. Das war sehr schön, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich habe aber noch was von dir gehört, Tammy. Somebody told me you would be a brilliant singer. Is that correct? Stimmt das? Sie kann fabelhaft singen, hat man mir erzählt. Und zwar einen deutschen Schlager, der in Amerika im Moment auf der Nummer 1 ist, a German song, isn't it? It's number 1 in the United States. Yeah. You know what I mean? Yeah. Yeah. Would you give us a little idea? Okay. Everybody's heard it. Luftballons, dessen keinen Platz für siegen, denke vielleicht hoben sah. Und so weit. No, ist das, wenn das die Nena hört, right? Have you ever met Nena? No. No. Tell me, this is a marvelous creature here. The snail, die Rennschnecke. Das ist die berühmte Rennschnecke aus dem Film. Schauen Sie sich dieses hinrein. Danke dir, mein Schatz. Ach, ist das. Damit hast du nicht gerechnet, nicht? Wollen Sie mal sehen, wie das geht? Vielleicht kann eine Kamera mal da oben raufgehen, dort oben. Da sind die Herren, die dieses hinreißende Gebilde steuern, ferngesteuert. Giuseppe, ferngesteuert. Und so gibt es viele in diesem Film.
den Steinbeißer und. Nun muss man natürlich, I would like to ask you, how did you come along with the director? Wie hast du dich mit dem Regisseur verstanden? Was he very strong? War er sehr streng mit dir, the director? He was very nice. He was very nice? Yeah, he was. No problem with him? No. No. Would you do another film with him? Möchtest du noch einen Film mit ihm machen? Yeah, I would. Ja? Wir können ihn gleich mal fragen, denn ich habe mir gedacht, bei einem solchen Film, bei dem es um so viel geht, da möchte ich Ihnen mal die vorstellen, die fast zu einer Art Team geworden sind, der Regisseur und der Produzent dieses Films. Ich begrüße sehr herzlich bei uns Bernd Eichinger und Wolfgang Petersen. Hier der Herr. Hallo. Hallo. Wonderful. Ich nehme an, Wolfgang, du hast gehört, was Barrett gerade gesagt hat. Er wäre jederzeit bereit, noch mal einen Film mit dir zu machen. Oh. That's great. Thank you very much. When do we start? Whenever you have another picture. Another picture? Okay. Ich muss fragen, natürlich, nothing against you, aber warum amerikanische Kinder, warum keine deutschen Kinder? Ja, das hat mehrere Gründe, aber eine der wesentlichen Gründe ist der, dass wir auf der ganzen Welt uns die Kinder gesucht haben. Mhm. Und wir haben als allererste Besetzung den wichtigsten Charakter sozusagen, war ein Indianerjunge. Im Buch. Ah, ja. Das weiß ja jeder. Ja. Also ein Indianerjunge ist natürlich am besten in Amerika zu finden. Unter wie vielen Kindern wurden denn überhaupt dann die ausgesucht? Ungefähr 1000. Das war eine Arbeit, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das war, ach, du hast ja einen Sender, ja. Da brauche ich ja gar nicht hier mit meinem Ding so rumzuwedeln hier. Ich kann mir vorstellen, was das für eine Arbeit war. Nun muss ich dazu sagen, es gehört wahrscheinlich ein ungeheurer Mut dazu, einen solchen Film überhaupt anzupacken. Wer kam denn zuerst auf die Idee? Na, die Idee war von mir. Die Idee war von Bernd Eichinger. Die Idee kam von ihm, aber ich glaube, sie kam auch ein bisschen daher, weil wir vorher das Boot gemacht hatten. Der Dr. Rohrbach hat es produziert, da war er. Und weil, was ja für uns alle, für den deutschen Film überraschend war, der große Erfolg, glaube ich, den Bernd auch ermutigt hat, ich glaube, es ist richtig, ne, Bernd? So eine Geschichte wie die unendliche Geschichte anzufassen. Mhm. Und das sozusagen einen weiteren Schritt. Ich habe es vorhin gesagt, jeder hat gesagt, das kann man gar nicht verfilmen. Und daraus ist möglicherweise auch so ein bisschen eine, ja, nennen wir es beim Namen, Ärger entstanden mit Michael Ende, dem Autor des Buches, der, glaube ich, heute sich noch nicht dazu entschlossen hat, sich zu dem Film zu bekennen. Nee, das war auch schwierig im Moment, weil er hat den Film noch nicht gesehen. Und das ärgert mich persönlich immer so ein bisschen, wenn jemand dann schon... Er hat noch gar nichts gesehen. Hat den Film noch nicht gesehen, nein. Er hat ihn noch nicht gesehen, aber die Meinung, die er zum Film hat, die hat er schon so oft von sich gegeben. Und ich finde, das eigentlich sollte eigentlich ein bisschen warten, bis er den Film gesehen hat. Jetzt muss ich mal was fragen. Woher kam denn das Geld, wenn das schon die Idee von Bernd Eichinger war und der Film hat ungefähr 60 Millionen gekostet, ist das richtig? 60 Millionen, ja. Ja, da staunt sogar die Rennschnecke. Wo kommt das Geld her? Haben Sie so viel Geld? Nee, so viel Geld hat natürlich selten jemand. Aber es ist so, die Finanzierung läuft, dass man jeden Verleiher in der Welt, das wird ja einzeln in allen Ländern der Welt gezeigt, und jeder Verleiher muss einen Vorschuss geben für den Film. Und diese Vorschüsse müssen so viel Geld ausmachen, dass man zumindest in die Nähe dieser Herstellungssumme kommt und den Rest muss man selbst drauflegen. Mhm. Was ganz selten ist, wir waren ganz kurz mal im Studio vor 2 Wochen und was nie gerne gemacht wird, dass man sich hinter die Kulissen schauen lässt, wie Dinge gemacht werden. Da haben wir etwas gesehen, was mit der Technik zu tun hat, wie das große Nichts zum Beispiel da plötzlich auftaucht. Das war so beeindruckend, dass wir Herrn Petersen und Herrn Eichinger gebeten haben, ob wir Ihnen nicht mal daraus einen Ausschnitt zeigen dürfen. Und netterweise haben beide ja gesagt. Schauen Sie sich das mal an, wie das große Nichts da in dieses Atelier der Bavaria Filmgesellschaft in München einbricht. Ich finde es fantastisch. Da, Kameras ab. Laufen alle Kameras? Ja. And effects!
Ja, Sie haben es gesehen, was da für ein Aufwand nötig ist. Aber ich glaube trotzdem, das Geheimnisvolle, das Wunderschöne, das Märchenhafte dieses Films, das sind diese Tiere, wie zum Beispiel unsere Rennschnecke hier. In die haben sich alle hier, wie sie hier sind, wir alle haben uns in dieses Gebilde verliebt. Do you like the snail? Yeah. Did you like all the other creatures, die anderen Tiere, auch alle? How long did you work in this film in Munich? Wie lange habt ihr in München gearbeitet? All together about 2 months. 2 Monate. Did you like Munich? Yeah. Yeah. Very much. And the food? And the beer? How about the beer? Not the das beer. Beer. No. Kein Bier. What did you like most? Was hat dir am besten geschmeckt dort? Being there. Being Just there? Being no, I mean eating. The little sausages, Weißwurst, no? Schweinwurstel. 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 And Tammy? I worked on the film approximately about 2.5 months. Mm-hmm. 2.5 Monate. And the food here was a problem though for me because I'm a vegetarian. You are a sie ist eine Vegetarierin. And they didn't have vegetable in Munich. Haben die kein Gemüse in München gehabt? Well, in the studios they mostly supplied meat. Yeah. And I was working and by the time I got back all the stores were closed. Did you meet a friend? Hast du einen Freund gefunden? Oh, I met many a boyfriend? no, not here. Back in the States. Back in the States? Okay. Ja, ich danke euch sehr herzlich. Ich möchte eins noch fragen. Mhm. Wolfgang Petersen hat also den ersten großen internationalen Film gemacht vor, wann war es? Ungefähr das ist vor 3 Jahren. 3 Jahren gewesen, Das Boot. Das also großes Aufsehen erregt hat in der ganzen Welt. Und jetzt diesen Film. Wie ist so ein Sprung aus einem Kriegsfilm in einen Märchenfilm? Packt man das so ganz einfach? Ist es nur Handwerk oder ist da auch mehr dahinter? Da, zunächst mal würde ich sagen, ja. Zunächst mal würde ich sagen, ist mein Sohn dahinter. Weil dein Sohn? Mein Sohn. Nach dem Boot, den Film mochte er, aber mit dem konnte er nicht so wahnsinnig viel anfangen, sagte er mir, er möchte eigentlich lieber mal, dass ich einen Film mache, der auch ihm besonders gefällt. Mhm. Da, in dem Moment, da war damals 13. Und in dem Moment gerade kam der Bernd an mit dem Angebot der unendlichen Geschichte. Und das war für mich wirklich zunächst mal der Hauptgrund, das zu machen. Aber ganz schnell noch eines. Ich hatte auch wirklich das Gefühl für mich persönlich, nach so einem harten Stoff wie dem Boot, etwas sozusagen für meine eigene Seele zu brauchen. Etwas von dieser so wunderschönen, positiven, kraftvollen und kraftgebenden Geschichte. Auch nicht nur für mich selber und dann für die Zuschauer machen zu müssen. 5. April ist die Premiere. Man könnte... 6. 6. April. Um genau zu sein. 6. April ist die Premiere und man könnte natürlich noch viel über das Risiko sprechen bei so viel Geld. Da kann man viel drüber sagen. Ja. Klammern wir das aus und hoffen für alle Beteiligten und für den deutschen Film schlechthin, dass das Risiko nicht eintritt, sondern dass es der Erfolg wird, den das Buch schon gehabt hat. Und dass dieser Film allen Menschen gefallen möge, das ist ja das, warum sie gemacht werden. Herzlichen Dank, alles Gute, toi, toi, toi. Tschüss. Vielleicht sehen wir uns am 5. April in München. Bernd, wieder schauen. Liebe Rennschnecke, ich bin wirklich verknallt in dich, mein lieber Mann. Und ich mochte bisher Schnecken nicht und schon gar nicht mit Knoblauch. Barrett, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tammy, bye bye, thank you very much. Lassen Sie euch nicht raus. Okay, ciao. Auf Wiedersehen.